An den Märkten gibt es ja neben der aktuellen Trump-Ukraine-Affäre ja eigentlich zwei Großthemen. Einmal die Fed, die Geldpolitik, auch die EZB vielleicht, und auf der anderen Seite eben den Handelskrieg. Und wir wollen uns im heutigen Ausblick auf die Märkte mal anschauen, wie eigentlich China und die USA, also die beiden Kolosse, die beiden Kontrahenten, die sich hier prügeln und streiten und manchmal auch wieder weniger streiten und weniger prügeln, wie die eigentlich aufgestellt sind für die Zukunft. Und da ist meine These, das sind bereits taumelnde Kolosse, und damit allerherzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schauen wir uns die Dinge erstmal an, vielleicht in Sachen China. Hier haben wir grundsätzlich erstmal den Zustand der Welt, die globalen Exporte hier, Emerging Markets, fortgeschrittene Wirtschaften global gesehen, sehen wir, es ist ein klarer Abwärtstrend. Wir sind jetzt derzeit sozusagen null oder drunter. Wir haben also tendenziell einen schrumpfenden Export, schrumpfenden Warenverkehr. Das ist auch eine Folge des Handelskriegs. Was passiert derzeit in China? Wir haben die Situation, dass wir zum Beispiel heute die Daten der Industrieprofite wieder gesehen haben aus China. Minus 2%, 2,0% jetzt im August. Zum Vormonat minus 1,7% zum Vorjahresmonat. Wir sehen also in der Industrie deutliche Brüche, deutliche Bremsspuren in China. Und wir sehen hier die Verschuldung der chinesischen Firmen. Hier oben entspricht etwa derzeit 160% des BIPs. Hier diese Grafik geht wieder nach unten, ist aber jetzt wieder mit den neuesten Stimulusmaßnahmen der chinesischen Regierung, der Chart ist nicht ganz aktuell, wieder nach oben gegangen. Also fast oder derzeit schon wieder über 160% des BIP ist Verschuldung von Unternehmen. Und das sind praktisch nur Staatsunternehmen, die hier eine Wahnsinnsverschuldung auf die Waage bringen. Die deutsche Verschuldung liegt bei 60% des BIPs. Allein die chinesischen Staatskonzerne sind mit 160% des BIPs verschuldet. Alles andere, nämlich Verschuldung der Haushalte und des Staates, sind eher mau, sind also nicht sehr hoch. Es sind also die staatlichen Firmen, die hier das Problem darstellen. Und diese staatlichen Firmen, und das ist das Problem an der Geschichte, das ist das Problem der Wirtschaftspolitik von Xi Jinping, die werden wieder mehr. Das heißt, wir haben einen Verstaatlichungsprozess in China, wie hier auch die Wirtschaftskammer, die Europäische Wirtschaftskammer in China klargemacht hat. Hier hat Wolfgang Müller von Finanzmarktwelt diese Punkte mal zusammengefasst. Etwa 52% der Wirtschaftsleistung geht von diesen Staatsunternehmen aus, die allerdings Zombies sind, oft die unproduktiv sind. Wir haben wieder eine steigende Zahl dieser Staatsunternehmen, 167.000. Die Verschuldung hat sich in 10 Jahren vervierfacht. Die Rendite dieser Unternehmen ist aber konsequent gefallen von 6,7% auf jetzt nur noch 2,6%. Und 2,6%, das ist weniger als sozusagen der Leitzins in China. Mithin haben wir es also fast durchweg mit Zombie-Unternehmen zu tun, wenn man so will. Im Nordosten des Landes, wo die staatlichen Betriebe vorherrschten, haben wir bereits rezessionäre Tendenzen, aufgeblähter Staatssektor, der das ganze Land inzwischen überzieht. Und im Süden, wo Privatunternehmen dominieren, wie Shenzhen zum Beispiel, da floriert die Wirtschaft. Aber der Staat hat Angst, die Kontrolle zu verlieren über die Wirtschaft. Das ist sozusagen jetzt diese Paranoia, die der starke Mann auch hat, der Xi Jinping, der mächtigste Führer in China seit Mao, auf Lebenszeit ernannt. Das sind natürlich totalitäre Tendenzen, und man hat Angst, dass sozusagen diese Privatisierung auch eine geistige Wende zu mehr freiheitlichem Denken bringen wird. Deswegen ist Hongkong für China ja auch ein so großes Problem, weil das infiziert ist von westlichen Gedankengut, und das kriegt man irgendwie nicht ausgelöscht. Man hätte vielleicht besser auf Hongkong verzichtet anstelle von China. Jedenfalls werden 80% aller Kredite an Staatsunternehmen ausgeschüttet durch die Banken. Klar, die Banken wissen genau, aha, wenn da was ausfallen sollte, dann habe ich ja den Staat als Garant, da habe ich praktisch kein Ausfallrisiko, was in der Privatwirtschaft ja anders ist. Das heißt, der Staatssektor wird ständig gepusht, wird ständig aufgeblasen, und die eigentlich gute Privatwirtschaft in China hat immer weniger Chancen, sich gegen diesen aufgeblähten Sektor durchzusetzen. Das ist eine Politik, die unter Xi Jinping jetzt wieder stark zugenommen hat. Wir haben also die Rückabwicklung eigentlich vieler politischer Elemente, ökonomischer Elemente seit den Reformen von Deng Xiaoping. Das ist also das Problem, das ist die Lage. Jetzt sehen wir, dass die Frühindikatoren in China darauf hindeuten, dass wir weiter Schwäche sehen werden, jetzt erstmal im September. Wir haben im Jahr 2020 diese hochverschuldeten Firmen haben Bonds ausgegeben, haben Anleihen ausgegeben, und da werden jetzt
Im nächsten Jahr 8,6 Milliarden dieser Bonds werden fällig. Die müssen also jetzt dies refinanzieren, müssen wieder neue Schulden aufnehmen, müssen das erstmal zurückzahlen, brauchen dann frisches Geld. Das wird ein richtiges Thema, das könnte ein richtiges Problem für diese Firmen werden. Schauen wir uns dann mal die USA an. Wie stehen die eigentlich da? Da haben wir hier zum Beispiel ja gesehen, dass wir in 2018, Anfang 2018 diese Steuerreform hatten. Die sollte doch in den USA eigentlich wahnsinniges Wachstum erzeugen. Das ist das Wachstum, das wir derzeit haben. Es ist rückläufig. Wir hatten gestern ja letzte Veröffentlichung des BIP in den USA 2,0%. Wir haben 1,5 Billionen Dollar Tax Cuts gesehen, vorwiegend zugunsten der Unternehmen. Und das ist ein Billionen Dollar Defizit. Wir sehen, dass wir weit in den 20er Billionen an Staatsschulden sind und sehen, dass gleichzeitig aber eben das nicht passiert, was die Trump-Administration sich versprochen hat, nämlich Investitionen, dass da sozusagen Wachstum steht. Im Gegenteil, die CapEx und Capital Spending wie auch CEO Outlook gehen zurück. Wir haben schrumpfende Kapitalinvestitionen und schrumpfende Investitionen sind sozusagen weniger Wachstum in der Zukunft. So einfach könnte man das übersetzen. Die Unternehmen verpulvern das Geld für Aktien, Buybacks und für Dividenden, statt es zu investieren. Das ist sozusagen eine Absage an zukünftiges Wachstum. Schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Diese massive Verschuldung führt dazu, dass die Amerikaner über 600 Milliarden Dollar an Zinsen im Jahr zahlen müssen. Das ist etwa fast 20% des deutschen BIPs alleine nur an Zinsen, was die Amerikaner jedes Jahr berappen müssen. Tendenz steil steigend, weil die Schulden stark steigen derzeit. Und wir sehen, dass vor allem die Working Age Population schrumpft. Wir haben also immer weniger Arbeitskräfte, die im arbeitsfähigen Alter sind. Wir haben ein Demografieproblem auch in den USA. Und da müssen also weniger Arbeitende immer höhere Schulden stemmen. Und wie soll das gehen? Diese Frage muss man sich mal stellen. Was haben wir noch? Wir haben diese Grafiken. Nein, das wollte ich nicht zeigen. Ich habe noch was Interessantes für Sie. CEO Departures. Wir haben jetzt im August gesehen, dass so viele CEOs ausgewechselt wurden von ihren Firmen wie seit Erfassung der Daten nicht mehr. Wir sehen hier einen ganz, ganz großen Trend, dass immer mehr CEOs aus amerikanischen Firmen ausscheiden. Das ist nach meiner Auffassung ein Krisenzeichen, dass man unzufrieden ist mit der Entwicklung der Unternehmen. Das deutet darauf hin, dass wir wahrscheinlich im dritten Quartal in den USA durchaus schwache Zahlen sehen werden, sonst würden hier die CEOs nicht ausgetauscht. Das sind kleine Einblicke, kleine Nadelstiche sozusagen in die Erzählung, die Wirtschaft ist die beste aller Welten, wie es Donald ja immer sagt. Und abschließend würde ich Ihnen gerne diese Grafik noch zeigen. Das ist einer der meiner Lieblingscharts, sozusagen Lieblingsgrafiken von Aber hier. Die zeigen, was die Leute im Internet suchen und wie gut die Prognosekraft ist der Themen, die die Leute suchen, in Richtung auf wirtschaftliche Entwicklung. Und wir sehen, dass in den USA und in der Eurozone vor allem Konsumdinge gegoogelt werden, die dann Aufschluss geben über die weitere wirtschaftliche Entwicklung, wie sozusagen die Stimmung in der Entwicklung ist. In Europa ist es Air Travel, also Flugreisen, Immobilien, Investing, Luxury Goods. In den USA ist es Luxury Goods, Air Travel, Property Development, Consumer Electronics, Home Garden. Jetzt schauen wir uns das Ganze aber mal im Vergleich zu China an. Da ist Food Production, also Essen, ist in Asien immer sehr wichtig, wie ich aus persönlicher Erfahrung weiß. Packaging, Chemical Industry, Customer Relationship, Electronics und so weiter, Textil. Also Dinge, die vorwiegend mit Produktion zu tun haben, die mit Essen zu tun haben, die haben, wenn man sich Google-Suchen anschaut oder eben Weibo, je nachdem, welche Suchmaschine hier in China genutzt wird, eine sehr gute Prognosekraft für kommende wirtschaftliche Entwicklung. Jetzt wollen wir uns aber die aktuelle Lage an den Märkten anschauen. Hier die Charts von Capital.com. Wir sind beim Dow bei 26.913. Haben uns ein bisschen wieder erholt, nachdem wir im asiatischen Handel doch im Minus waren. Überwiegend der Nikkei über 1% im Minus. Wir sehen den S&P 500. In dieser Bewegung mit der Top-Bildung, Fragezeichen, 2976. Der DAX, was macht der aus der Schose? Der steht bei knapp 12.300, seitwärts Geschiebe. Der Euro kämpft hier mit seiner Bodenbildung im Bereich 10921 hier aktuell. Wir haben Gold 1506 nach dem Abverkauf auch hier seitwärts und Crude Oil ist aktuell bei $56,11. Also hier mal ein kleiner
Einblick in die faktische Situation. Die Amerikaner betreiben eine falsche Wirtschaftspolitik. Sie haben die Unternehmen begünstigt, gepusht. Das auf Kosten der Staatsverschuldung, die werden die Leute, die Menschen tragen müssen. Wir haben eben all das nicht gesehen, was versprochen wurde. Das Wachstum ist anämisch, 2%. Und wenn man hier die sogenannte hedonistische Methodik mal rausrechnen würde, die die Amerikaner anwenden, an anderer Stelle nochmal genauer, was das ist, dann wäre das Wachstum noch deutlich geringer. Da wird also sozusagen das Wachstum mit solchen Faktoren ein bisschen nach oben gepimpt, wie auch immer. Wir sehen, dass eben genau das nicht passiert, was die Trump-Administration sich von dieser massiven Steuerreform versprochen hat. Das ist jetzt direkt in die Verschuldung gewandert und wir sehen in China, dass eine Wirtschaftspolitik, die immer mehr auf Kontrolle, immer mehr auf Staat setzt, letztendlich dazu führt, dass die Krise auch in China sich verschärfen wird. Wir haben zwei Kolosse, die sich hier gegenüberstehen, die ihre eigenen Probleme haben und die mit diesem Handelskrieg sich noch weiter runterziehen, noch neben der total verfehlten Wirtschaftspolitik. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in den letzten Handelstag der Woche und sage Servus und ciao.